Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Train Viewer. Letztes Mal haben wir hier so eine S-Bahn gebaut. Und jetzt hier muss die hier noch irgendwie angeschlossen werden. An unseren Nahverkehr und generell muss erstmal eine S-Bahn fahren. Was es hier nicht gibt, werden Straßenbahnen sein. Das sind ja die Sachen, die ich tunlichst vermeiden wollte eigentlich. Die gibt es nur in der Hauptstadt. Ach, was sind das hier? Weg damit. So. Dahin. Dorthin. So, kriegt die Fabrik hier hinten um oder Anschluss. Kopieren wir nochmal das. So, mal schnell den Bus hier rausschicken. Und wie viele Linien enden denn hier? Drei! Scheiße. Ja, ich kann es abweisen. So. Und hier den großen Bus. Große Bus hin. Kopieren mit dem. Geht alles noch? Ja, super. Gut, dann brauchen wir jetzt aber noch so einen kleinen Betriebshof. Da wird hier hinten in die Ecke gebaut. Also, was habe ich gesagt? Hier geht der Zug. Nee, der fährt in die Richtung. Sehe es mir vorne. Müssten ja sozusagen so drauf fahren. Genau. Ich muss eh in zwei Richtungen rausgehen. Ja, ist egal. Können wir es so bauen. Nein, ohne Oberleitung. So. Wie jetzt nicht möglich? Was ist denn das für ein Scheiß? So möglich sein, hier so einen Gleiswechsel reinzubasteln. Hier geht's. Kommt das nochmal weg? Hier machen wir noch was anderes hin. Ich gar nicht das hingebaut, aber das will er wohl nicht. So. Wartet, pass auf. Und der Gleiswechsel hier hin. Hier kommt noch ein kurzes Stück. Hier auch. So, das geht hier rein. Dann gehen wir hier wieder raus, so ganz mal warten, was wir auch gerade schon hatten. Zack. Und bauen hier hinten eins unserer tollen Depots hin. Depots. Sehr schön. Neue Linie. Wir machen hier eine rote und eine grüne Linie. Starten hier. Hier.
Hier. Hier. Hier. Und noch eine zweite Linie. Da starten wir hier. 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 Das Schöne ist, er hat gleich einen Richtrum gemacht. Ich werde aber trotzdem, damit er das Garn nochmal versaut irgendwie, hier solche Wegpunkte hinsetzen. Da und da. Das heißt, nach der 5 kommt der Wegpunkt. Nach der 5 kommt der Wegpunkt. So, und damit ist es auf jeden Fall versaut und alles funktioniert. Folgende Fahrzeuge werden hier drauf fahren. Triebwagen. Und zwar die neuesten. Baureihe 485 modernisiert, würde ich sagen. Aber ich denke, ein Halbzug reicht da. 1, 2 auf die 18. 1, 2 auf die 19. Wir haben einen Takt von 190 Sekunden. Und jetzt fahren wir hier nochmal mit. Oh ne, ich will in die Richtung fahren. In die Richtung sind wir schon mal gefahren. Ich muss nicht alles doppelt sehen. Ich will mal so rumfahren. Wir sind ja letztens schon mal mit unserem Regionalzug andersrum gefahren. Weil das ich warum auch immer verfahren hatte. So, mit dir fahren wir jetzt mit. Wir werden gleich sehen, wie viele Leute hier mitfahren wollen. Diesen brandneuen Zug. Das Neueste vom Neuesten. Eine S-Bahn. Eine richtige S-Bahn. Gut, jetzt müssten wie gesagt nur die Busse noch ein bisschen besser anschließen und dann funktioniert das System bestimmt auch. Und unsere Bahnsteige in unserem Hauptbahnhof sieht es noch mehr ausgelastet. Ausgelastete Bahnsteige, das ist das Beste, was es gibt. Man muss eigentlich im Bahnhof muss immer ein Zug drin stehen. Was ja jetzt wahrscheinlich wohl der Fall sein wird, weil ich denke mal, die werden bestimmt schon fast Schlange stehen. So viel Zeug, was da rein und raus fährt. Hier oben kommt jetzt zum Beispiel gerade innen. Dann müssten wir dann theoretisch warten. Die Frage ist, wird das irgendwann irgendeiner Strecke schaden, dass wir sozusagen dann noch mit reinfahren oder nicht? Personal, den Autos wird wahrscheinlich schaden, weil die ja ständig warten müssen. Das ist eigentlich eine Stelle, wo ich mir vorstellen könnte, dass schon welche mitfahren. Weil du bist von hier mit der S-Bahn bedeutend schneller dort. Definitiv. Haben wir so alles hier, ne? Strom mit Oberleitung, Strom mit Stromschiene theoretisch und Diesel. Fährt er eigentlich immer raus? Ja. Das sind auch Begegnungen, die es so in echt nicht gibt. Aber Philips gibt's die. Denn wir sind einmalig. Philips gibt es noch einmal in Deutschland. Also Philips Gaming. Es gibt ja noch anderes Philips, das wird doch alles falsch geschrieben. Wir sind alles Faker.
Berliner S-Bahn und der französische S-Bahn nebeneinander. Pariser. Das Problem ist eigentlich, da brauchen wir stundenlang, bis die aussteigen aus den anderen zwei Zügen. Hier die ganzen Bahnübergänge, das ist faszinierend. Vor allem, was habe ich denn hier für Wellen reingebaut? Was hat denn der für eine Scheiße zusammen? Gut. Wollen wir jetzt nochmal kurz gucken, wie unser Nahverkehr aussieht und wie das ab sofort aussehen würde. Also, der, was immer hier rüber fährt, bleibt so. Wo kommt es her? Fährt hier drüber und fährt kommt von hier. Na gut. Können wir eigentlich vorstellen, dass wir nicht mehr bis dorthin führen, sondern dass wir den Bus ab sofort. Der fährt zwar noch um den Bahnhof, wird dann aber hier so zurückfahren. So bis hier rüber. Bis dahin. Also Bus Wittenberg 1. Entfernen wir ab der 4. Und ab der 20. Dafür kommt es nach der 17. Nee. Nach der 17 wird es dunkel. So, 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 so. Kommen hier noch mit raus. Deswegen da. Wetten hier. Genau. Haben wir erstmal das. Bus Wittenberg 1 kriegt doch andere Fahrzeuge ab sofort. Da wird jetzt mit denen fahren. Wie alt sind die? Da wird es sofort einen Wechsel machen. Sofort Wechsel durchführen. Und noch einer. Genau. So, dann haben wir Bus Wittenberg 2. Warte mal. Was hier hinten endet, kommt auch weg. Warte mal, Bus Wittenberg 3 ist so eine Querverbindung, ne? Das brauchen wir ja nicht mehr. Wollen ja nichts mehr quer verbinden. So. Was jetzt die blaue Linie macht. Der wird ab sofort hier hinten starten. Das ist schon mal definitiv sicher. Das heißt, der kriegt jetzt ja hier und hier noch Haltestellen dazu. Da, 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 da. Hatte ich die nicht für uns kopiert? Okay, warum geht das nicht weg? Nur weil der scheiß LKW vorbeifährt oder was? Gut, das heißt, die blaue Linie geht hier hin. Und eigentlich müsste die blaue, die Linie müsste sich dann hier so mit durchschlängeln. Und die, anstatt von hier hinzukommen, fährt dann hier raus, nimmt aber ihren alten Weg, fährt dann hier wieder so zurück. Und dann wird man eine neue Linie erstellt, die von hier hinten aus dem Bereich abfährt. Also Bus Wittenberg 2, geht, fällt es ab da, 17 alles weg. So,
sind wir hier bei der 5 angekommen. Dann habe ich gesagt, fahren wir jetzt. Nehmen wir vorne hier durch. Also hier lang. Der andere fährt von hier, hier. Zack. Und hier zurück. Genau, so. Dann Wittenberg 4. Fällt die 16 raus. Dafür kommt der mit rein. Und nach der 21. Nee. Aus welche Richtung kommen wir denn? Hier, der E1. E20 fällt auf jeden Fall weg. Nee, ich muss noch der 11 alles wegschmeißen. Genau. E1 auch noch weg. Und dann ganz am Ende noch alles. Fährt hier runter, hier lang, hier, hier. Hier weiter. Hier. Und den Rest machen wir beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.